Was heißt eigentlich im Dunkeln tappen? Was ist das denn? Das ist da nicht zu fassen. Da habe ich jetzt schon eine Brille Kartoffeln nicht gesehen. Ich tappe echt im Dunkeln. Was ist das? Ach herrje, Moment, hier müsste irgendwo ein Lichtschalter sein. Wo ist das denn? Ah ja, im Augenblick. Ah. Ah, so, nun ist besser. Ich tappe völlig im Dunkeln. Wisst ihr, wo ich bin? Im Archiv der katholischen Kirchengemeinde. Und was ich suche, ist eigentlich etwas, das habe ich eigentlich auch... Ah, da ist sie. Das kommt nämlich aus der Bibel, im Dunkeln tappen. Und das möchte ich euch mal eben vorlesen, aus dem Alten Testament. Da steht, am hellen Mittag tappst du im Dunkeln wie ein Blinder. Deine Wege führen nicht zum Erfolg. Dein Leben lang wirst du ausgebeutet und ausgeraubt. Und niemand hilft dir. Das ist ein Fluch. Das ist keine neutrale Beschreibung. Du tappst im Dunkeln, sondern das ist etwas, was passiert, wenn man nicht an Gott glaubt, sagt Gott, sagt die Bibel. Und das kann man ändern. Man kann sich Licht anmachen und man kann etwas erkennen, wenn man an Gott glaubt. Auf einmal sieht man die Welt anders. Und genau das ist das, was Gott von euch möchte. Vielleicht ist das genauso wie bei diesem Teelöffel hier, den ihr vielleicht seht. Der ist nämlich in Wirklichkeit eine Kuchengabel. Erkenntnis wünsche ich euch und damit tschüss zusammen.